Hallo und willkommen bei Castellator, den Stress von der letzten Ebene. Ja, ihr kennt das, ne? Ich mich das letzte Mal verjagt habe, boah, weil er runtergefallen ist und ich dachte, er stirbt. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, 60 FPS. Ja, das Spiel ist so alt, dass ich das schaffen kann. Arbeiter im Stollen, hier haben wir 5 zu retten. 5. Passt doch, 1, 2, 3, 4, 5. Und was ich sagen wollte in der letzten Folge, was ich aber nicht mehr so geschafft habe, zeitmäßig, weil, ne, wir haben nur begrenzte Zeit, weil sonst wären die Aufnahmen übelst groß und das ist dann scheiße und außerdem, wer guckt schon gerne 30 Minuten? Weiß, jetzt werden einige aufschreien, so von wegen, hier, ich! Aber im Ernst, einige Leute sagen echt schon, das ist zu viel. Lange gucken. Deswegen versuche ich immer so auf 20 Minuten, 25 Minuten hinauszukommen. Da kommt, meine lieben Mudakis. Jetzt kommt. Jetzt kommt die Schleichparty. Dass der nicht wach wird, ne? Aber leider, 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 leider werden wir diese 5 nicht retten. Vorerst. An die An die Arbeit. Arbeit. Cutscene. Was ist das? Endlich zu trinken! Gott sei Dank! Trink bloß nicht! Wieso nicht? Weil, diese Brühe braun die Glackens. Sie ist wahrscheinlich nicht gesund für euch. Dummes Geschwätz! Du sagst es! Hör mal zu! Nur um dir einen Gefallen zu tun, haben wir das auf uns genommen. Aber... Also, es ist doch verständlich, dass wir jetzt ein kleines bisschen durstig sind, oder? Ja, aber... Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber wir sind durch eine Wüste gegangen. Also schieb ab, Stichlippchen. Aber... Sorry, da muss ich lachen. Stichlippchen. Ich wollte sie davon abhalten. Aber sie tranken die Brühe erst recht. Massen davon. Schließlich sahen alle sehr elend aus, aber sie wollten immer noch mehr. Plötzlich verstand ich, was hier vor sich ging. Die Brühe wird aus unseren Knochen gebraut. Was soll ich machen? Es ist nicht zu glauben. Was du jetzt tun sollst? Meine Empfehlung, du holst uns schleunigst hier raus. Gute Idee. Dann folge mir. Okay. Aber... Oh. Ups. Ups, ich vergaß, dass er blind ist. Helft mir, die anderen da rauszuholen. Ist ja kaum zu fassen. Ich hab ihn. Das kann nur Abe sein. Das bringt ein sattes Erfolgshonorar. Halt! Alkohol der neuen Zeit. Oh yeah, Baby. Und meine lieben, lieben Zuschauer. Wenn ihr grüne Flaschen seht oder wisst, wo ein Secret ist, schreit! Schreibt es in die Kommentare! Ja, schreit! Schreit richtig, so von wegen, hier, Secret! Ich hab's gefunden! Ne, und dann werde ich dies umgehend nachholen, selbst wenn ich einen Spielstand komplett neu machen muss. Oder selbst wenn ich das Spiel nochmal neu machen muss, und hier ist ein Secret. Auf jeden Fall, es wird dann nachgeholt. Weil ich will 300. Also helft mir 300 zu kriegen und Apes Freunde zu retten. Mit Alkohol der neuen Zeit. Das ist einfach. Immer diese Nachzügler. Haben wir einen vergessen? Nein. Weiter. Das war einfach. Das war einfach. Und wie ihr seht, es geht gut voran, ne? Sehr gut voran. Und was ich vergessen habe zu fragen. Und Leute, wie geht's euch? Alles fit im Schuh?
Bei mir ist alles fit. Keine Bewegung. Hab doch nichts gemacht! Hab nur gekickseift, du Arschloch! Arschen? Oh Mann. Wow. Secret. Secret. Seht ihr auch das Secret? Ich seh's. Überlegen, wie war das nochmal? Ah, genau. Wir haben ein Problem. Komme ich wieder zurück. Oh, hier muss ich nachdenken. Was für ein Idiot. Dann, dann. Hätte ich den Stick mitnehmen sollen? Nein, da kann man nicht durchtüren. Sticks können nicht durchtüren. Ich war gerade schon wieder erschrocken. So von wegen Scheiße, jetzt haben wir Secret verpasst. Oh nein. Oh, ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. 2 Wochen ist zu lang. Woo! Ach, wir lieben das Spiel, ne? Wir lieben es. The Secret of Mana, ne, The Secret of Mudakin. 3 Stück. Abhol fertig. Bereit zum Verschicken. Oh, jetzt können wir ruhigen Gewissens abhauen. Oh ja, Arschloch, du bist meins. Juhu! Oh Gott, der Knopf wollte gerade nicht. Oh mein Gott. Und shoot! Noch im Ernst? Im Ernst? Na. Fick dich! Fick dich! Oh, okay. Trotzdem, fick dich! Ne, da kommen wir nicht lang. Hier haben wir ein Secret. Secret. Bin jetzt einfach mal so stumpf. 34. 4 noch in, 4 drin. Okay. Ja, die 4 haben wir gerettet, glaube ich. Was sagen, oder? Oder? Haben wir die 4 gerettet? Ich hab's gerade vergessen. Egal. Stop, dab, runter. Erst 9 Minuten? So schlecht? Das ist einfach. Gerettet. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ansonsten werde ich mich selbst bestrafen. Ich werde nochmal die Aufnahmen später angucken. Und nochmal alles durchgehen. Ach, ich schwöre, ihr habt alles weggesoffen. Ist was Geiles? So, Flickum zum Fekotipo. Da kommen wir noch nicht hin. Aber hier haben wir schon mal eine Erklärung. Eine Mudakin-Freunde sind an der Brühe erkrankt. Du musst ja die Aufgaben der Mudakin-Geister erfüllen. Ach du Scheiße, stimmt, da war ja was. Um sie zu heilen. Kehre hier zurück, nachdem du die Grabstätten der Mudanshe
Und der Mudo. Was? Ach nö, nö, Fleeches. Nö, nö, ich hasse Fleeches. Das sind diese kleinen hässlichen grünen Würmer, die einfach sind. Drückst du Stollen 2? Stimmt, da landen wir wieder, wir wieder unten. Müssen wir zum Kessel, oder? Ja. Och nö. Im Ernst? Ach, scheiße. Okay. Ach, fickt euch. Oh, sie sind so süß. Aber auch so tödlich. Na, kommt ihr alle runter? Perfekt. Wenn ihr bloß alle sterben könntet. Na, quicksafe ich lieber. Okay. Scheiße! Scheiße, er hat... Ah! Er hat gedrückt wie ein Irrer, aber nö. Wie gut, dass wir gequicksaved haben. Nein! Abe! Warum? Wow. Aber Abe, warum? Warum tust du mir sowas an? Oh, danke. Die kleinen Viecher, die sind kein Problem. Na, kommt. Sie sind klein, sie sind lahm. Und sie sind so süß und tschüss. Oh, ich mag es nicht, kleine süße Wesen umzubringen. Na gut, ein bisschen. nochmal gucken, ist hier ein Secret? Nein. Gut, wir können weiter. Wir können weiter. Dampfen. Oh. Stollen 3. Wir haben sogar ein kleines Tutorial mitten im Spiel eingefügt, was ziemlich toll ist. Es ist nicht störend, es ist einfach und es gibt nur einen Tipp. Und du bist ein Idiot. Ah. Wisst ihr was? Ich will neue Steine haben. Deswegen holen wir uns jetzt neue Steine. Autsch. Denn wie heißt es so schön? Du weißt nie, wie viel du 9 Stück brauchst. Am besten hierfür. Und zum einen will ich jetzt mal hier gucken. Aha, aha. Das ist eh der Weg, warum will ich ja nochmal hier gucken? Ja. Okay, so geht's einfacher. Oha, ein Secret. Und probieren es mal so. Dann hier. Ein Secret. Kann das wohl sein? Hier. Frage gelöst. Und wie schwer ist es denn? Sieht noch human aus. Und was machst du da? Ach du Scheiße. Dachte ich gerade, sieht human aus? Perfekt. Wo werden wir das verkacken? Wenn wir das verkacken, ne? Stell mich mal hier hin. Okay. Nein!
Nein! Ah, oh, genau deswegen, ne? So. So. Hi. Mitkommen. Okay. You mitkommen. Okay. Das Timing habe ich mir jetzt gut gemerkt, ne? 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 Komm, gib zu. Ich habe mir das Timing gut gemerkt. Scheiße. Oh, oh, oh. Seht ihr? Papa ist gut. Papa hat's drauf. Lass das mal den Papa machen. Okay. Das war eure Strafe dafür. Okay. Eure Strafe, einfach so doof zu sein und blind. Nein, ihr leidet doch unter Geschmacksverirrung. Wieder. Papa so sagt. Okay. Was, ich lasse euch jetzt einfach gegen die Wand laufen, weil ihr scheiße seid. So. Seid scheiße. Los ab. Und das ist alle vier? Ja, was war alle vier? Manchmal geht die Anzeige runter, manchmal geht sie nicht runter. Das ist immer das Verwirrende. Das ist auch das Verwirrende, weswegen ich beim Offline durchzocken einfach mal eben so zwei vergessen hab. Weil diese Anzeigen sind immer so verwirrend. Mal gehen sie runter, mal gehen sie nicht runter. Das hätte man fixen sollen oder etwas anders machen sollen. Wenn die Anzeige immer aktuell wäre, so von wegen Nasen und so viele noch da, ne, das ist einfacher gewesen. Aber so, nö. Nada, nirgend, nur da. Ach, ich muss hier vorsichtig sein. Nicht, dass ich mich selbst sprenge. Wieder einmal. Eine Knochenmühle? Okay. Okay. Eine Knochenmühle. Ach du Scheiße, nee. Aber hey Leute, seid froh, ich lebe noch. I'm alive. I'm alive. Also so von wegen von YouTuber zu YouTubern. I'm alive. I believe it. Wow! Gut! Bin gut! Wie erwartet. Nee! Dass ich wirklich so gut bin, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Was? Ach du Scheiße. Ape? Oh, er hat sich nicht selbst umgebracht. Gucken wir es hier? Nein. Und zack. Ach, leck mich. Ach, leck mich. Wollt ihr... Ihr wollt mich doch komplett verarschen, ne? Hallo? Hallo? Ihr wollt mich verarschen. Ich fühle mich ja gerade verarscht wie sonst was. Ja, ich weiß, dass du nichts kannst. Okay, Abby. Abby. Du sprengst dich selbst weg. Oh, okay. Damit ist Papa zufrieden. Zufrieden. Keine Sorge, Leute. In einer Minute seid ihr mich los. Bis dann zur nächsten Folge. Haha. Heute werde ich mal nur bis 20 machen. Also 20 Minuten. Alter, ich wollte gerade werfen. Können wir damit leben?
Nein, damit können wir nicht leben. Ich hab Angst. I have Angst. Ich habe Angst. So viel Angst zu sterben. Und dann müssen wir wieder von einem Quicksave starten. Warum machen wir hier nicht einen Quicksave? Wäre doch genialer. Oh, gut, dass du dich nicht selbst weggesprengt hast. Ah, gut, dass du das auch überlebt hast. Ah. In der Mudaken-Zone. Machen wir noch. Hi. Und komm. Ja, das machen wir noch. Gehen wir durch. Wump, wump. Und dann verabschiede ich mich jeden Moment. Mit Betreten der neuen Ebene. Also Leute, darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Genau darauf. Deswegen sage ich jetzt, bis denn Leute. Wir sehen uns, wir hören uns. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal, euer Kaschelator. Und tschüss.